denn da los? Und damit herzlich willkommen zurück zur Premier Tour der ersten Phase oder der Hinrunde der Gruppenphase. Heute haben wir oder jetzt haben wir Schalke gegen Fenris. Mal gucken, wie sich die beiden Teams schlagen werden. Fenris ja eben, ich würde sagen, mit ganz guten Ansätzen. Gerade die Spielweise um die Botlane hat mir gut gefallen, aber insgesamt hat man einfach zu große Defizite auf der Toplane und auf der Midlane gehabt, um wirklich gegenhalten zu können. SK hat dann einen sehr guten Sieg hingelegt. Und bei Schalke, ich weiß nicht, ob ich Schalke aktuell höher werten würde als SK. Ich würde sagen, wenn man auf die ESL-Rankings schaut, dann muss man Schalke auf jeden Fall höher raten. Im direkten Vergleich sind sie sich trotzdem sehr, sehr ähnlich. Und ich bin gespannt, wie es bei Schalke aussehen wird. Ich glaube, wie gesagt, Lanes hart zu gewinnen ist gegen Teams wie Fenris halt so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Wurlb war eben derjenige, der das Game entschieden hat. Das kann man nicht anders formulieren, das muss man so sagen. Und jetzt die Lanes vielleicht ein bisschen besser zu bespielen, zu sagen, wir gehen vielleicht für einen etwas sichereren Champion, wobei ich mir eigentlich gedacht hätte, dass Swain ganz gut überleben kann. Wir haben ja nicht gesehen, was da Top-Lane alles passiert ist, aber Wurlb hat ihn halt komplett auseinandergenommen. Ja. Ist natürlich schade, dass der Pick nicht funktioniert hat und Swain mal wieder erfolgreich zu sehen, wäre natürlich ganz schön gewesen, aber das ist halt am Ende das Motto. Ne? Botlane, du hast es angesprochen, lief super, hat sich relativ wohl gefühlt, man hat auch viele Plays über den Nautilus-Hook kreieren können. SK war aber auch rund um die Botzeit ein bisschen overconfident, das muss man sagen. Das hat beim Red Buff Invade angefangen, dann mit dem Teleport-Play, nachdem Kidui gedived wurde, also da hätte man auch viel vermeiden können. Trotzdem ist ja das so ein bisschen das Motto von League. Fehler des Gegners punishen, das ist the way to go. Wir springen rein, Schalke auf der Blue Side, Fenris auf der Red Side. Und mal gucken, was sie diesmal so für uns parat haben. Bei Schalke ist natürlich immer noch so ein bisschen die Botlane, finde ich, immer die treibende Kraft, gemeinsam mit Memento. Memento hat bisher in fast jedem Game, was er gespielt hat, unglaublich gut ausgesehen. Ja. Man merkt halt einfach, welche Spieler schon massiv LCS-Erfahrung haben. Wurlb und eben Memento sind da die Kandidaten. Auch Gilius gestern ziemlich ausgerastet, auch wenn sie nur 1-1 gespielt haben. Karma wird jetzt rausgenommen, gemeinsam mit LeBlanc. Certus ist ein sehr, sehr guter LeBlanc-Spieler. Und ich bin auch wirklich immer noch gespannt. Jedes Game, wo ich Certus caste, denke ich mir, wird es ein gutes Game oder nicht? Ich finde, er ist immer noch ein bisschen inconsistent, aber wenn er gute Games hat, ist er insane. Also wirklich, wirklich insane. Aber vielleicht ist genau das auch wirklich ein Punkt, wo man Schalke angreifen kann. Zu sagen, man versucht Midlane, weil man auch auf der Red Side den Last Pick hat, ein Winning-Matchup zu bekommen, versucht Certus rauszubringen. Er ist auch jemand, der sich eben häufig, wenn er blind picken muss, auf LeBlanc, Syndra so ein bisschen versucht zu konzentrieren. Und wenn die behind fallen, ist halt sehr, sehr schwer wieder zurückzukommen. Ist aber natürlich alles in der Theorie. Es ist trotzdem ein sehr, sehr starker Spieler, der eben nicht einfach mal so sagt, na gut, ich verliere halt, schade, tschüss. So, das ist nicht so einfach, sondern da muss man natürlich auch aktiv drauf hinarbeiten. Jetzt wird hier noch der Mordekaiser gebannt, haben wir gestern einmal gesehen, war nicht so gut. Dann noch die Nico gemeinsam mit Sona. Yumi steht noch zur Verfügung, könnte sich Fenris hier also noch für den Bann entscheiden, außer sie haben da irgendwas parat, was durchaus funktioniert gegen Yumi. Xayah, Sivir auch beide noch zur Verfügung. Auf der Red Side ist es ein bisschen unattraktiver, einen dieser beiden ADCs zu bannen, weil dann wird der andere halt gepickt und du sagst dann, oh ja gut, was machen wir jetzt? Also da sollte man vielleicht doch eher beide offen lassen. Yumi-Bann, wie gesagt, wäre jetzt hier so ein bisschen die offensichtliche Antwort. Irelia, Aatrox, Sejuani ist aber auch noch alles zur Verfügung. Aber es wird die Yumi werden. Die hat gestern tatsächlich sehr, sehr gut performt, muss man sagen. Also waren schon sehr starke Games. Hier kommt jetzt der Rakan-Pick. Es ist gerade auch so ein bisschen Bravados Main-Champion. Also Rakan und Bravado sind Namen, die gehören einfach zusammen. Und ja, es macht Sinn. Ne? Wie gesagt, du hast Xayah Rakan offen, du hast auch noch die Sivir offen. Und da ist Rakan, finde ich, der flexiblere Champion, weil er passt sowohl sehr gut zu Rakan als zu Sivir, aber natürlich auch zu Xayah. Und jetzt muss man halt überlegen, Alistar, Sivir zum Beispiel wäre eine Option, die man dagegen draften könnte. Oder man nimmt sich die Xayah weg. Wobei auch da immer wieder so ein bisschen das Motto ist, Xayah ist ohne Rakan, finde ich, ein bisschen weniger flexibel als Sivir. Sivir passt einfach in alle Comps gut rein. Und man hat jetzt auch schon quasi die nächsten Picks ein bisschen vor Augen. Schalke wird definitiv für die Xayah gehen. Alles andere wäre sehr überraschend. Nautilus. Mit Nautilus hast du definitiv All-In-Potenzial. Es ist aber auch wieder so eine Lane, wo man sagt, Xayah Rakan sind die mit dem größeren Snowball-Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem hat mir Joe Kicks auf Nautilus im letzten Game sehr, sehr gut gefallen. Auch Lowfire hat auf Sivir wirklich gut ausgesehen. Also man sagt da, back to the roots, wir bleiben bei dem, was funktioniert hat. Hier kommt die Xayah, war nicht wirklich überraschend. Jetzt könnte man, ne, wenn das hier ESG wäre, wird jetzt die Sejuani kommen. Vielleicht wird man die auch auf der Seite von Schalke. Wobei ich Memento eher auf einem etwas early aggressive Jungler sehe. Es könnte der Sylas werden. Ist noch ein Flexpick. Der ist ja inzwischen wirklich auf drei Lanes wieder spielbar. Und das macht ihn auch wieder so wertvoll, weil er einfach wenig verrät und gleichzeitig immer stark ist. Was man noch hätte machen können, ist, man hätte noch Lux spielen können gegen Rakan. Ist hier sogar noch offen. Die haben wir gestern sehr häufig gesehen. Ja, auch als Bann, wenn sie nicht gepickt wurde.
ist man heute noch nicht wirklich drauf eingegangen, muss man sagen. Aber vielleicht spielen die Supporters auch einfach nicht so gerne. Ne? Tank-Supporter sind da vielleicht auch ein bisschen beliebter bei Joe-Picks. Hier haben wir Irelia. Die wird normalerweise auch gebannt, ist aber immer noch ein sehr, sehr starker Pick. Selbst wenn sie jetzt eine Anpassung gehabt hat. Sie kann halt eskalieren. Da ist dann halt nur die Frage, ob man im 1 gegen 1 wieder nach hinten fällt. Weil eigentlich darfst du mit einer Irelia im 1 gegen 1 nicht sterben. Das ist ein sehr mechanisch intensiver Champion, der von behind nur Probleme hat, irgendwie wieder rein ins Spiel zu kommen. Mir gefällt es aber trotzdem gut, dass Fenris eben auf jeden Fall diese Aggression von Schalke beantwortet und nicht sagt, oh, 1v1 wird schwierig, scalen. Das funktioniert nicht. Das so läuft League aktuell nicht, schon gar nicht, wenn du das Underdog-Team bist. So jetzt hier nochmal rausgenommen, ist blind, ja, ist durchaus möglich, aber doch riskant. Ist dann eher so ein Champion, wo man sich sagt, da will ich nicht gegen spielen. Kann ich absolut verstehen. Mhm. Er ist ein toller Champion. Ansonsten haben wir den Aatrox immer noch theoretisch zur Verfügung, der auch gegen Irelia ein ganz gutes Matchup haben sollte. Ist natürlich auch die Frage, ob Schalke jetzt den Sylas eher im Jungle sieht oder dann doch eher auf einer Solo-Lane. Elise wird jetzt hier rausgenommen. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass Sylas eher Jungle wird, ja, wenn man jetzt tatsächlich Jungler rausbannt. Dass man aber Elise bannt, zeigt, dass Schalke auch ein bisschen bewusst ist, dass Fenris hier nicht versucht, irgendwie für Scaling zu gehen, sondern eben Early das Ganze übernehmen möchte. Macht also in der Hinsicht auf jeden Fall Sinn. Akali jetzt auch nochmal rausgenommen, ja, mehr Dive-Potenzial mit Rakan ist immer tödlich, gerade ist Sivir immobil, kann sich dagegen nur sehr schwer wehren und macht hier definitiv Sinn, das Ganze rauszunehmen und den Snowball ein kleines bisschen zumindest zu minimieren in der Midlane. Man bannt noch Olaf, hier wäre Rek'Sai natürlich wieder offen. Die hat eben ganz gut funktioniert. Barok hat damit einen guten Job gemacht, hat Botlane-Fighting gut nach vorne gebracht. Könnte man hier einfach wieder picken. Es gibt noch andere Jungle-Optionen. Auch ein Jahve natürlich ist wieder da. Wir haben Sejuani bisher gar nicht beachtet. Stimmt, wurde. Also es gibt eine ganze Menge Jungle, die noch übrig sind. Passen auch in beide Comps eigentlich relativ gut rein. Das Problem, was ich bei Rek'Sai so ein bisschen sehe, ist halt, dass sein Gang-Pathing ist sehr ihr nice. Gang-Pathing. Ihr Gang, tut mir leid. Rek'Sai ist weiblich. Aber ihre Ganks sind halt ohne Flash nicht so explosiv. Und ich glaube, das macht es gegen Xayah Rakan sehr, sehr schwierig. Da kommt halt eine Rek'Sai angetunnelt, auf einmal ist der Rakan-Knockup da und die ist tot. So, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber du hast angesprochen, es hat für Balrog wunderbar funktioniert. Und dass man gerade dass man Jungle und Bot quasi versucht, an die Leistung von eben anzuknüpfen, finde ich absolut fein. Also das hat wunderbar funktioniert. Toplane, Midlane sind die Lanes, die ein bisschen stabiler laufen müssen und dann hat man hier eigentlich eine relativ gute Aufstellung am Start. Kennen wird jetzt hier noch eingeloggt. Ja, ist einfach ein guter Flexpick auf der Toplane, hat sehr wenig schlechte Matchups, gute Lane Pressure und passt natürlich gemeinsam mit Rakan, Backline Dive wunderbar zusammen. Und als letzten Pick, Terry. Ja, wird wahrscheinlich nicht kommen, den Havard Bravado gerne mal. Vielleicht könnte man sich jetzt ja wirklich noch so einen Corki Asia für Skating sichern. Oder aber genau, man sagt, nein, wir wollen Midgame ballern. Hat eben auch wunderbar funktioniert für Jennix. Und damit hat man jetzt halt wieder brutalen Midgame-Spike. Du hast sehr starke Lanes. Ja, Xayah Rakan ist eine Winning-Lane oder zumindest eine, die eigentlich alles gewinnen kann. Aatrox, super viel Pressure auf der Lane, Ken, Lane Bully, also du hast drei potenzielle Winning Lanes mit einem Snowball Jungler. Das ist wieder ein Spiel, was Schalke sehr schnell an sich reißen möchte und damit Fenris überhaupt nicht die Option geben will, so richtig ins Spiel zu kommen und ihre eigene Comp auszuspielen. Es ist gleichzeitig auch eine sehr proaktive Comp, also es ist keine Comp, wo du darauf warten musst, dass der Gegner irgendwo ein bisschen zu weit vorne steht oder irgendwo halt einen kleinen Fehler macht, sondern es ist auch eine Comp, mit der du halt einfach den Knaller zünden kannst, wo du einfach Fights aus dem Nichts forcen kannst. Sagen wir, da tanzt man gerade um Drachen rum, Rakan sagt, let's go und es geht los. So. Also man kann sehr, sehr proaktiv damit spielen. Auf der Seite von Skylife konzentriert man sich wieder auf den Corki, hat eben im Aatrox-Matchup mit Ausnahme des Solo-Kills eigentlich gut ausgesehen, muss man sagen. Der Solo-Kill war leider einfach nur ein individuelles Missplay, den Veda nicht richtig eingesetzt. Ansonsten lief das Matchup fein. Und wir haben ja auch schon angesprochen, Corki und Sivir ist in der Hinsicht halt eine gute Kombination, weil du so viel DPS gerade im späteren Spielverlauf hast. Frontline wegschreddern, super strong. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass die Teamfights potenziell wirklich sehr, sehr kurz sein werden. Das heißt, Rakan ultet rein, Kennen ultet rein, Aatrox ist hinterher und die Fights werden in wenigen Sekunden entschieden. Und ob Sivir und Corki da überhaupt die Zeit bekommen, ihr DPS maximal ausnutzen zu können, das würde ich so ein bisschen in Frage stellen. Es kommt aber wieder, wie gesagt, auf die Solo-Lanes an. Also eine Irelia hat gegen Kennen nicht den größten Spaß. Nicht sterben, nicht 100 CS behind fallen, wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Ich finde insgesamt die Comp von Schalke diesmal ein bisschen stärker. Einfach nur, weil sie die proaktivere Comp sind und weil sie, wie gesagt, ich glaube, ihren Gameplan besser ausspielen können, während es bei Fenris wieder ein Stück weit ins Scaling geht. Aber auch hier wieder über Nautilus, über Rek'Sai, vielleicht auch über die Irelia mehr Early-Aggressive-Optionen gibt. Also im Prinzip hat man sich so ein bisschen an die letzte Comp orientiert. Im Prinzip hat man ja auch nur die Irelia mit dem Swain ausgetauscht. Das stimmt, ja. Ansonsten ist die Theorie mal eigentlich ist, gleich geblieben. Ich glaube, Irelia ist noch riskanter als ein Swain. Ja. In der Theorie hätte ich jetzt gedacht, ich sage in der Theorie, glaube ich, gerade ein bisschen häufig, tut mir leid. Aber, ist egal. Irelia ist noch riskanter als ein Ken.
kann aber auch die Lane proaktiver spielen. So ein Swain, der macht halt nicht viel. Der will überleben, der will scalen, der will einfach nur farmen. Eine Irelia kann halt wirklich das Matchup auch snowballen, wenn sie da die Unterstützung vom Jungler bekommt. Botlane zu ganken wird diesmal auch deutlich schwieriger, glaube ich, werden. Pre-6 ist es auch möglich, definitiv. Da kann man auch die Xayah punishen ohne Ultimate, ist sie da anfällig gegen gegen Rek'Sai. Ab Level 6 sollte man Botlane, glaube ich, seitens Rek'Sai ein bisschen einfach im Stich lassen, einfach auf sich alleine gestellt lassen. Kann hier aber Toplane dafür besser angreifen. So ein Ken hat natürlich Möglichkeiten, sich gegen Ganks zu wehren, gerade ab Level 6 mit der Ultimate, aber auch über den E-Movement-Speed, über den Stun. Trotzdem ist Ken hier anfälliger, als es im letzten Spiel der Sylas war. Hauptsächlich auch, weil diesmal eine Irelia dabei ist, die halt ab Level 6 richtig reinböllert. Also gefällt mir, was Fenris hier gedraftet hat. Trotzdem glaube ich, dass Schalke einfach ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und die Lanes, die können wieder ziemlich hart snowballen, wenn es individuell nicht optimal läuft für Fenris. Ja, ich glaube auch, dass Schalke da etwas bessere Möglichkeiten hat, allein weil sie so viel Flächen-CC mitbringen. Sie haben sehr viel Teamfight-Potenzial und wenn es hier zum Fight kommt und sie halt nicht behind fallen sollten auf irgendeine Art und Weise, dann denke ich, sind sie sehr gut aufgestellt, weil du halt einfach mit dem Flank-Potenzial, was auch ein Ken mitbringt, wirklich viel machen kannst. Auf der anderen Seite sollte Fenris halt gucken, dass sie nach vorne kommen, weil wenn sie vorne liegen, können sie die Fights brachial engagen mit einem Nautilus. Ne? Aber ist halt auch da glaube ich, dass es Schalke halt sehr gute Antworten hat. Ne? Auf jeden Fall. Wenn der Fight ausbricht, Nautilus ultet. Normalerweise, das hat man ja im letzten Spiel ganz gut gesehen, willst du mit Nautilus Rek'Sai ein Ziel engagen und das Ziel runter CC'en mit Rek'Sai, mit Nautilus und bursten und eine Überzahlsituation zu kreieren. Hier ist es aber so, wenn engaged wird, dann kommt Rakan und CC't erstmal dein ganzes Team, holt damit wichtige Zeit raus. Aatrox über die Ultimate, wenn er einen Kill bekommt, ist erstmal nicht killbar. Ken kann mit der Ultimate auch super viel Zeit rausholen. Also dieses Catch-Potenzial von Fenris kann nur wirklich ausgenutzt werden, wenn sie sich Überzahlsituationen kreieren, in denen Schalke nicht re-engagen kann. Weil das ist mit dieser Comp sehr, sehr gut möglich. Auch eine Xayah kann sich selber sehr gut protecten über die Ultimate. Und wenn du dann einfach reinläufst, die Federn, haben wir alle schon gesehen, wie sehr die wehtun können. Also wird nicht einfach. Es wird sehr, sehr wichtig für Fenris, wie gesagt, irgendwo Situationen zu kreieren, wo sie mit dieser Nautilus-Rek'Sai-Kombo wieder irgendwo Leute out of position catchen können. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich diese Comp leider nicht ganz so effektiv wie die von Schalke. Ja, auf jeden Fall. Na, wenn du eher auf Catches ausgelegt bist, bist du halt normalerweise auch darauf ausgelegt, dass du entweder vorne liegst oder dass du halt besser rotierst, die Gegner halt immer wieder trackst. Und da denke ich, ist Schalke gut genug aufgestellt, um halt eben keine Fehler zu machen, selbst für genügend Sicht zu sorgen. Und Flächen-CC oder Hard-CC im Allgemeinen, wie mit einem Rakan, wie mit einem Ken, ist halt immer gut, ob du vorne liegst oder ob du hinten liegst. Die Gegner festzuhalten und einschränken zu können, ist immer nice, wenn du sie halt auch danach fokussieren kannst. Und was du auch eben angesprochen hast, Xayah, wir haben gestern gesehen, was eine Xayah bewirken kann, die weit vorne liegt. Sie hat halt teilweise alleine Leute unter dem T2-Tower gezoned, weil sie so viel Schaden hatte. Ne? Also eine Xayah sollte man ja auf jeden Fall nicht nach vorne kommen lassen, wenn die zu weit vorne liegt. Wird es richtig unangenehm. Und wie du schon angesprochen hast, das Team von Schalke ist halt perfekt für Teamfights ausgelegt. Du hast so viel AOE-Damage, AOE-CC, aber auch eben Peel-Möglichkeiten über die Xayah-Ultimate. Sylas hat hier nicht die besten Ultimates zum Stealen, hauptsächlich wird es wahrscheinlich die Nautilus-Ult werden. Ja, Ult geht vielleicht auch noch. Ja, bringt dir aber glaube ich nicht ganz so viel. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Teamfights, 5 gegen 5 Fights, the way to go sind für Fenris. Sie müssen versuchen, diese im Gegenteil sogar irgendwie zu verhindern, weil ich glaube, da werden sie einfach überrannt. Da ist natürlich wieder essentiell, wie gut die Solo-Laner ins Spiel kommen, weil so ein 1-3-1, denke ich, so ein bisschen die Möglichkeit ist da, das Spiel breit zu ziehen und diese Fights zu verhindern. Wenn aber die Solo-Lanes wieder behind fallen und keine Pressure auf der Side-Lane haben, dann sind sie selber fast schon gezwungen, wieder Fights zu forcen. Und ich glaube, das wird gegen das Team von Schalke nur sehr, sehr schwer funktionieren. Also erneut, es ist immer wieder das gleiche Thema, aber Laning Phase wird hier absolut entscheidend sein. Und diesmal hat Schalke meiner Meinung nach sogar noch mehr Snowball-Potenzial als im letzten Spiel, vor allem auch über Xayah und Rakan. Schöne kleine Emote-Spam. Vorbereitung auf beiden Seiten. Man hatte auch einen kleinen Schlagabtausch eben gerade mit Balrog, aber niemand hat da ernsten Schaden davongetragen. Man geht jetzt einfach wieder zurück in den eigenen Jungle, wird hier wahrscheinlich beim Red Buff auf beiden Seiten starten. Xayah, Rakan können da an der Stelle helfen. Ja, und ansonsten bisher, glaube ich, auch nichts Ungewöhnliches, was die Runen oder Masteries angeht. Corki hier wieder mit Kleptomancy, einfach um möglichst viel Gold aus der ganzen Sache zu ziehen, genauso wie ein Ken auf der Toplane. Hat er als Range-Charakter gegen den Melee halt einfach immer einen gewissen Vorteil. Wir haben wieder den Teleport-Vorteil auf der Seite von Cedirion, dafür fehlt eben der Heal, das mindert das All-In-Potenzial immer so ein kleines bisschen, wobei erneut hier die Aggression eher von Xayah Rakan ausgehen wird, anstatt von Sivir Nautilus. Also, dass sich Xayah und Rakan so engagen, dass man stirbt, weil man kein Heal hat, wird nur sehr unwahrscheinlich passieren. Kann in einem Gank-Szenario natürlich den Unterschied machen,
aber das sollte mit guter Vision auf jeden Fall verhindert werden können. Auch das Vision Game wird hier wieder absolut entscheidend werden. Bin sehr gespannt, wie sich Memento hier in diesem Game durchsetzen kann. Hat, wie schon erwähnt, mehrere Spiele komplett an sich gerissen bereits. Und mit Sylas ist das definitiv auch möglich. Wir hatten aber bisher noch keinen Sylas Jungle, der so richtig ausgerastet ist, muss man sagen. Also gestern Toplane, Midlane, heute Toplane Sylas, gestern Midlane Sylas, ja. Jungle Sylas muss mich noch überzeugen. Vielleicht kann Memento das ja tun. Wir werden sehen, ob das in diesem Spiel hinbekommt. Ansonsten hat man ja gleich noch die Möglichkeit, gegen SK Prime anzutreten. Midlane haben wir gerade schon einen kurzen Schlagabtausch von Xerdus gegen Skylife gehabt. Der, ja, hat ein bisschen kassiert, aber man merkt auch, dass man sich mit Dorans Blade hier wieder ganz gut gegenhalten kann. Das bisschen Lifestyle hilft dir am Anfang natürlich immer noch. Und du hast auch mit Kleptomancy immer wieder Pots, die du nutzen kannst. Gleichzeitig haben wir gestern über Scaling von Kleptomancy schon geredet. Am Late Game weitere Pots und Verbesserungen oder auch Wards zu bekommen, ist natürlich trotzdem ein Vorteil. Also Kleptomancy hilft dir nicht nur am Anfang mehr Gold zu generieren. Toplane, guter Stunt von Venter. Level 3 bei ihm sogar etwas früher da. Und ich glaube, Solo-Kill-Potenzial sollte man hier nicht haben. Genauso wie auf den anderen Lanes. Aber wenn der Jungler dazukommt, hast du eigentlich immer eine Möglichkeit, für den Kill zu gehen. Okay, daneben. Netter Versuch. Gegen Rakan aber gar nicht so leicht. Der Junge ist ja sonst auch mobil genug. Gerade mit seiner Xayah hat er eine sehr hohe Reichweite über die E. Man muss ja halt Botlane aufpassen, sich nicht zu hart runterpoken zu lassen. Gerade gegen Rakan über den Q hast du da einen sehr großen Sustain-Nachteil. Und ohne Teleport kannst du dich da ganz schnell in einer unglaublich unschönen Situation befinden, wo du dazwischen wählen musst. Entweder du bleibst mit Low HP unterm Turret, bist gefährdet, gedived zu werden. Oder aber du verlierst eine Menge an CS. Aktuell ist das noch nicht ganz so akut. Jetzt hier Rek'Sai auch wieder unterwegs. Vision ist aber da. Ah, der Hook sitzt. Aber der Follow-up wird nicht stimmen. Rakan geht hier selber rein. Am Balrog kann er nicht weit genug hinterhergehen. Die Rek'Sai-Tunnel sind da natürlich auch begrenzt. Und man wollte hier nicht über den River kommen. Einfach weil man sich schon gedacht hat, dass hier Schalke Vision da hat. Schalke wird wahrscheinlich auch das letzte Spiel gesehen haben. Und Fenris hat hier ein ähnliches Setup einfach. Oder genau das gleiche Setup eigentlich, um über die Botlane zu spielen. Ja, also auch wieder hier Balrog sehr Botzeit fokussiert. Diesmal ist er nicht gecounter-jungelt worden. Hat sich hier die Krabbe sichern können für die Botzeit. Und da einfach die Lane ein bisschen zu stabilisieren, ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll. Und auch wenn man sich die Minion-Waves anschaut, sehen wir ja, Toplane ist hart reingepusht. Da ist höchstens ein Dive möglich. Ansonsten sehr schwierig hier gerade für Memento effektive Ganks zu finden. Geht hier bisher weiterhin für den Powerfarm. Ist natürlich ganz gut möglich mit Sylas. Hier unten sehen wir trotzdem, die Trades laufen nicht so optimal. Es ist halt auch Jungle in der Midlane. Knockout auf Aatrox kommt durch. Memento sieht man hier sehr spät. Der Schaden zu Beginn nicht schlecht, aber danach fängt Aatrox an, Aatrox-Dinge zu machen, nämlich sehr viel Flächenschaden, ja, und Knockups mitzubringen. 2v2-Matchup wirst du nicht gewinnen an der Stelle. Also Lane, da fehlt der Burst aggressiv. Die Federn kann man anscheinend auch nicht wieder zurückziehen. Schönes Spellshield hier von Lowfire. Ignite auf Bravado. Oh mein Gott! Und damit First Blood. Zedrian konnte ihn nicht bodyblocken. Oder wollte nicht Bodyblocken. Und wieder Fenris, die sich hier das First Blood. Da habe ich angesprochen, das fehlende Heal sollte nicht zum Verhängnis werden. Hier ist es aber absolut tödlich gewesen. Trotzdem, ja, du hast angesprochen, Zedrion hätte den Hook auch einfach blocken können, aber wir wissen alle, Nautilus-Hook ist ein guter Spell. Läuft hier Richtung Memento. Hat aber einiges an Schaden kassiert. Also da hat man baiten wollen wahrscheinlich. Memento wird hier aber die ganze Zeit über die Ward gespottet. Und wieder die Botlane von Fenris hier an der Stelle. Yoichi, der weiß das. Und der geht sogar rein. Er sieht hier die Möglichkeit. Die Gegner sind low. Der Stunt sitzt. Teleport allerdings wird eingesetzt und man merkt ganz schnell, oh, warte mal, das ist ein bisschen viel Damage bei den Gegnern. Rek'Sai jetzt aber auch zur Stelle. Knockup kommt durch. Yoichi kommt da sogar noch raus und auch Balrog versucht sich hier zurückzuziehen mit dem Tunnel. Ist das möglich jetzt? Oh, das der Teleport. Mentor ist ein bisschen extrem low, aber auch extrem schnell als Cannon. Da kommt wieder der Korki. Memento mit 200 HP, aber man kann nicht weiter hinterhergehen. Und wie du schon meintest, wenn man hier direkt geportet hätte, hätte man da vielleicht was machen aber können. Aber ich habe auch nicht gesehen, ob er schon so Base war möglich. Oder ob er da jetzt gerade frisch in die Base gekommen ist. Er konnte sich den Teleport erlauben, weil Xerdus seinen ja auch eingesetzt hat. Dementsprechend hat es ihn nicht wirklich was gekostet, da nochmal dazu zu kommen. Aber sehr, sehr aggressives Play von Yoichi, was sich durch den Teleport von Xerdus dann im Flash geäußert hat. Hätte aber auch gut funktionieren können. Also es war durchaus eine gute Idee und aktuell hält Fenris hier wieder richtig, richtig gut gegen. Ja, Solo-Kill auf der Botlane. Man kann die Aggression von Memento da im Gegner-Jungle matchen. Goldtechnisch sieht auch noch alles stabil aus. Beide ADCs mit BF ausgestattet. Leichter Farmvorteil an der Stelle für Cedrion. Und der Kill ging natürlich auch an Nautilus. Das darf man nicht vergessen. Dementsprechend ist da der ADC-Goldunterschied nicht wirklich vorhanden. Kein Flash allerdings auf Bravado. Auch nicht bei Balrog. Also es wird nicht einfach hier die Flashlosigkeit zu punishen. Es ist immer noch ein Rakan, sehr mobil unterwegs. Botlane jetzt wieder Rek'Sai. Balrog am Start. Man hält Rakan fest. Der kann trotzdem nochmal wegdashen. Der O gut gesessen. Und Cedrian ist der Nächste, der hier fällt. Memento nochmal da. Sein
Versuch hier nochmal reinzugehen, konnte man sidesteppen. Balrog macht da wirklich gute Arbeit. Und bisher scheint die Zusammenarbeit von Fenris, was die Botlane angeht, wirklich gut zu sein. Schaffen sie in beiden Games dort nach vorne zu kommen. Gut, die Krabbe muss man hier abgeben, aber ja, netter kleiner Vorsprung, den man sich da hat erspielen können. Es sind zwar insgesamt wieder nur 200, 300 Gold. Aber allein die Xayah Rakan, den am Anfang zu entschärfen, ist ja so unglaublich wertvoll. Flash jetzt auch nochmal von Cedrion gezogen. Der ist aber bald Level 6, also da wird man wahrscheinlich nicht mehr da wird man keine Vorteile mehr holen können. Was wolltest du gerade eigentlich Kapitalisieren sagen? Kapitalisieren wollte ich sagen. Ah, okay. Ich kapitulieren, nee, das ist nicht Kapital, das richtige Wort. Kapi-Kopi, nee. Vorteile holen, das wollte ich sagen. Richtig. Und das ist natürlich was man mit Nautilus sehr, sehr gerne macht. Einfach im Busch trappen. Das muss Schalke aber, also das... Nee. Da fallt ihr jetzt nicht Vasallen drauf ein, bitte. Die Vasallen stehen gerade noch davor. Ei, man läuft aber einfach auf. Er ist Level 6 geworden. Das darf man hier nicht spielen. Bisschen zu spät, jetzt geht man doch nochmal auf Rakan. Level 6 jetzt auch bei Sivir, aber die Ult von ihr wird ja nicht so einen großen Unterschied machen wie die von Cedrion. Man bewegt sich jetzt erstmal wieder zurück unter den Tower und hat einiges an Schaden hinnehmen müssen. Trotzdem ein guter Versuch. Und versuchen wird man hier auch gerade Rek'Sai Balrog mitzunehmen. Level 6 Vorteil. Balrog wird hier nicht mehr rauskommen, einfach weil er markiert wurde. Ja. Kann der Sylas hinterher springen, in der Luft abgeholt und damit der nächste und der erste Kill für Schalke. Ja, und wieder durch die Hand von Memento. Hat jetzt hier den Red Buff stehlen können, oder beziehungsweise hat seinen eigenen Red Buff sogar noch. Toplane, eine dicke, dicke Wave. Irelia, kein Flash. Die kann man vielleicht sogar dive. Memento hat kein Ultimate mehr, Flash aber zur Verfügung. Oh, Ultimate schon mal gefailt, der Stun hat zumindest noch gesessen. Ja, aber kann hier den Dive entschärfen, das ist völlig fein. Ah, ist bitter, dass man da gerade abgeholt wurde. Hätte Balrog den Red gesmited, weiß ich gar nicht, ob das Leben vielleicht sogar gereicht hätte. Diese Knallpflanze, ne? Die hat halt nur ganz, ganz knapp nicht Ja, weh, ne? Wenn wir gerade davon reden, dass etwas ganz knapp nicht reicht. Die Hitbox vom Hook war hier auch anscheinend nicht groß genug. Ja, jetzt gleich wird Rakan auch Level 6 und dann wird Botlane richtig interessant. Noch war Lowfire ja nicht in der Base. Kann dadurch also seinen Item-Vorteil hier noch nicht nutzen. Ist 10 CS knapp vorne. Ja, wobei, nee, es sind mehr so 5 CS, weil hier nochmal ein paar Minions vor Cedrions Gesicht hocken. Aber insgesamt läuft für Fenris hier im Early Game nicht verkehrt. Memento sucht jetzt hier Botlane Early die Option, hat keine Ultimates zur Verfügung. Rakan Ultimate kombiniert mit einem Sylas, der Nautilus gestohlen hat. Nautilus Ultimate ist schon unglaublich krankes Gankpotenzial, gerade weil der Nautilus keine Flash hat. Also das muss man jetzt respektieren, ne? Man muss sich jetzt gerade... Man muss gerade realisieren, Nautilus hat keinen Flash. Der ist jetzt ein sehr, sehr attraktives Gankziel. Und da nicht behind zu fallen, vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen safe zu stehen unter dem Turret, könnte hier wirklich entscheidend sein. Man hat einen wichtigen Ward geplaced und sollte Memento spotten, solange er nicht Lane gankt. Atox jetzt auch auf dem Weg nach unten. Das könnte vielleicht sogar ein 4-Mann-Dive werden. Memento wird nicht gespottet, ist über die Wall gedasht. Das war super clever. Atox zieht sich aber zurück. Ja, trotzdem hier erstmal kein Gank, wie es aussieht. Läuft nochmal runter. Lassen sich aber reinpushen, das ist absolut richtig. Spielen die Minion Wave hier ganz gut auf jeden Fall. Balrog wird nochmal gespottet. Pink Ward kommt raus. Weiß das jetzt auch, dass er hier gesehen worden ist, ne? Die Ward aber schon etwas älter. Also man rechnet wahrscheinlich nicht damit, dass Sylas auch gerade auf der Botlane ist oder Sylas, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Man wird hier hart reingepusht. Atrox auch auf dem Weg. Corki sollte das ansagen, aber mit 4 Mann wird es trotzdem risky. Ja, Rek'Sai ist auch da. Ist in der Nähe, aber wird ein paar Sekunden brauchen. Jetzt ist man da. Balrog unterstützt hier sein Team und man hätte sogar reingehen wollen. Der Anker verfehlt sein Ziel und damit gibt es hier auch erstmal keinen weiteren Kill. Was schön ist, ist, dass man natürlich mit Rek'Sai sieht, dass sich 2 Leute dort wegbewegen. Der große Vorteil, den sie da mitbringt. Wenn die Gegner sich bewegen, ist alles cool. Wir haben aber auch schon Situationen gesehen, in denen man einfach stehen geblieben ist und Rek'Sai das nicht bemerkt hat. Schöner Hook, Tiefenladung kommt durch und die trifft hier. Knock-up von Rek'Sai mit dem Flash kombiniert und damit der nächste Kill für die Botlane von Fenris. Man hat sehr viel investiert, aber weitere Kills zu bekommen, weiterhin hier nach vorne zu kommen, ist natürlich gut. Auch wenn der Kill hier an Rek'Sai ging. Ja, leider allerdings Toplane wieder fast 30 CS behind. Also Yoichi im individuellen 1v1 auf der Toplane auch in diesem Spiel unterlegen. Hat aber auch hier wieder kein Winning-Matchup, muss man sagen. Wenigstens noch nicht gestorben, auch nur ein Plating verloren. Also das ist immerhin ein Improvement im Vergleich zum letzten Game, muss man ja sagen. Nochmal ein kleiner Level-Nachteil. Midlane läuft deutlich stabiler, das muss man auch nochmal erwähnen. Also Skylife hier kein Solo-Kill abgegeben, farmtechnisch völlig even, durch Klepto auch erhält im Gold. Joey jetzt hier mit einem Midlane-Roam, hat keine Ultimate zur Verfügung, Flash aber gleich wieder. Hauptsächlich will man sich hier erstmal wieder ein bisschen Vision sichern. Das war jetzt die letzten Minuten ein bisschen schwierig, man hatte wirklich, wirklich wenig Vision. Dadurch, dass Botlane die ganze Zeit reingepusht wurde, Midlane reingepusht wurde. Oh.
Boah, kennen mit der Ultimate, flasht da einfach rauf, sieht hier das Killpotenzial und sein Team ist auf dem Weg. Die Tiefenladung einfach gesnackt worden vom Nautilus. Das hat funktioniert. Damit ist der nächste Kill schon passiert, bevor man irgendwie reagieren konnte. Aatrox hätte nicht mal hochrotieren müssen. Man wird sich jetzt hier wahrscheinlich den Herald holen, während Venris zum ersten Mal einen Drachen bekommt. Immerhin ist das ein kleines Trostpflaster für sie. Ist aber ein gutes Crossmap-Play für Venter und Co. Also man kriegt einen Kill, man kriegt Playthings, man kriegt den Herald vor allem auch. Der ist in dem jetzigen Zeitpunkt, denke ich, deutlich mehr wert als der Ocean Drake. Auf jeden Fall. Meeresdrache mit der Regeneration ganz am Anfang des Spiels nicht schlecht. Aber hier wird man den fürs Erste nicht benötigen. Später, wenn du längere Belagerungsphasen hast, ist es auch angenehm. Aber so ein Herald liefert dir einfach mal mehr direktes Gold, wenn du es halt schaffst, einen guten Push damit durchzubringen. Das sollte für Schalke auf jeden Fall gut möglich sein. Vor allen Dingen, den Midlane Tier 1 Tower zu kriegen oder zumindest stark zu beschädigen, ist halt mit dem Herald immer deutlich leichter als ohne. Das Rexaionis sollte man wirklich wissen. Also man hat ja im Prinzip Toplane gute Vision, hat den Herald genommen, hat einen Ward an den Golems. Rek'Sai kann nur Botside sein und für Cedril und Bravado da nicht zu sterben, ist das einzige Ziel zum jetzigen Zeitpunkt. Man hat den Herald, wie schon erwähnt, for free bekommen. Gold ist langsam auf der Seite von Schalke. 1000 Gold ist nicht viel, muss man sagen. Ist wieder hauptsächlich der Farmunterschied da oben. Das sind wieder 40 CS. Das ist eine ganze Menge. Trotzdem kann sich natürlich eine Irelia ziemlich gut itemizen gegen den Ken. Geht hier Wits End First, hat dadurch also eine Menge Magieresistenz, auch Merkus mit dabei. Dementsprechend reicht der Schaden von Venter auch nicht in einem All-In aus, um ihn wirklich gefährlich zu werden. Aber das muss er auch nicht. Ja, er ist farmtechnisch weit vorne und wird später in den Teamfights deutlich effizienter sein. Kann hier mit Klepto und den Farm bereits fast 2000 Gold mehr aufweisen. Aber was hier auf jeden Fall Fakt ist, Fenris kommt deutlich besser ins Scaling. Also kriegen dieses Midgame ohne wirkliche Defizite hin. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich das nochmal im verletzten Spiel anschaut, was da schiefgelaufen ist. Und das Herald ist jetzt wieder nötige Plays. Kurz, der Herald, der wird keinen Charge mehr durchbekommen, bevor die Playthings down sind, oder? 58? 59? Ah, ganz knapp. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Corki, ja, auch wieder rechtzeitig am Start, um den Herald zu vernichten, bevor der Tower fällt. Das ist ganz gut. Trotzdem. Das Bonusgold von den Playdings hätte man wirklich gut gebrauchen können. Man ist auch schon runterrotiert. Im Zweifelsfall hätte man auch den Tower pushen können. Ein bisschen unlucky, was die Zahl dann geht. Man hätte hier aber auch, glaube ich, kaum früher das Ganze platzieren können. Kock jetzt mit Trinity Force hat auch einen 10er Farmvorsprung. Läuft also deutlich besser für ihn als im letzten Game. Und mit Trinity Force kann er jetzt auch etwas aktiver, etwas aggressiver gegentraden. Balrog sieht, was auf ihn zukommt, reagiert sehr spät. Und da merkt man am eigenen Leibe wieder, wie schwierig eine Rexa Ultimate sein kann. Memento nutzt sie hier gar nicht so, wie es aussieht. Das wurde gut gecountert, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall gibt es hier den Kill für Fenris. Starkes Ding, wie man das Ganze gedreht hat. Eigentlich Balrog low genug, dass man ihn hätte executen können mit der Ult, die man sich vorher geklaut hat. So wie ich das gesehen habe, hat, glaube ich, Memento genau dann geultet, als Rek'Sai selbst auch geultet hat. Und dadurch ist sie quasi gecancelt worden. Super bitter, sonst wäre das wenigstens noch ein One-for-One-Trade geworden. Hier ein wichtiger Kill für Irelia, um im Gold irgendwie mithalten zu können. Dafür ist der Top-Lane-Turm aber fast gefallen. First Blood hier abzugeben wäre natürlich sehr unschön und Ken steht schon jetzt wieder sehr, sehr gut da. Hat natürlich aber noch nicht viel auf der Map machen können. Also im letzten Spiel erinnern wir uns, da hat Wurlop deutlich mehr Pressure auf der ganzen Karte schon erzeugt. Zerdus jetzt auf den Weg nach oben, Yoichi keine Vision dafür, aber sehr, sehr weit vorne. Kein Flash, das kann er nicht überleben. Na, holt hier nochmal für den Slow, wird gestunt. Kann er das irgendwie durchhalten, bis der Teleport durchkommt? Nein, jetzt muss auch Corki gucken, wie er rausgehen kann. Man ist auf seinen Fersen. Aatrox trifft die Qs hier zu Beginn nicht, am Ende schon, aber da schafft es Corki auf jeden Fall nochmal wegzukommen. Den Tower allerdings wird er nicht halten können, denn auch Cedrion ist hochgeportet. Hat er seinen Teleport kurzerhand genutzt, um einfach den Druck auszunutzen. Man tradet hier Toplane Tower gegen Botlane Tower. Man kriegt aber den First Blood Tower und damit nochmal Bonusgold bei Schalke. Ja, mit dem hat man jetzt auch nochmal Push, den Turt wird man wahrscheinlich auch bekommen, ja, also insgesamt Fall. Ein sehr starkes Play von Schalke. Man hat das Teleport von Cedrion genutzt, den Teleport-Vorteil genutzt, um da oben nochmal den Turt zu bekommen, wobei der wahrscheinlich so oder so gefallen wäre, jetzt hier Memento schön in die Mitte rotiert, gemeinsam mit Bravado. Botlane-Turm musste man, also der war eh nicht mehr wirklich gesund, der wäre früher oder später gefallen und zwei Türme für einen, den Trade nimmt man auf jeden Fall gerne an. Nächster Drake ist gleich auf dem Tablett, da aktuell. Würde ich gar nicht mal sagen, dass Schalke so viel besser aufgestellt ist. Was man aber clever macht, ist, man schickt jetzt den Ken nach unten, weil der hat schon zwei Items fertig. Der wird so einen Dragonfight komplett umdrehen. Also der carried das für sein Team, wenn er eine gute Ultimate setzt, komplett durch. Und die Rea Topside da jetzt nochmal alleine gelassen. Also den Drake will man anscheinend gar nicht contesten.
müsste das Teleport von der Irelia ziehen. Aber ich glaube, 5 gegen 5 kann man aufgrund des massiven Goldunterschieds zwischen Ken und Irelia gerade nur sehr, sehr schwer forcen. Ken da auf jeden Fall deutlich nützlicher im Teamfight, wenn er eine gute Ultimate durchbekommt. Hat sich inzwischen gegen Corki gestellt, während Aatrox hochrotiert, um dann gegen Irelia anzutreten. Die wird dem Tower jetzt auch noch nicht genug Schaden machen können, um da irgendwie einen Vorteil draus zu ziehen. Ja, und das Problem für euch hier ist auch, er hat sich ja komplett auf Magieresistenz gestürzt, dadurch, dass er gegen Ken lane musste, ja. Wird da gegen Aatrox überhaupt keine Schnitte haben. Aber wird jetzt auch wieder engaged. Halbes Leben ist weg. Aber wie gesagt, du willst wirklich nicht fighten mit Ken gerade, also... Im schlimmsten Fall, es ist ein Mountain Drake, das tut weh, aber ich glaube nicht, dass Fenris in der Lage ist, dieses Objective gerade zu contesten. Midlane holt man auch mal Push-Prio auf der Seite von Schalke. Also die sind ein bisschen routinierter, was die Minion-Waves angeht, was auch die Bespielung der Map angeht. Wie gesagt, den Ken nach unten zu schicken, macht auf jeden Fall Sinn. Und den Drake. Es sieht gerade noch so aus, als ob Fenris den nicht einfach so abgeben möchte. Verlieren dafür jetzt eine Midlane-Wave, das macht es halt so wertvoll, ne? Ihr solltet immer versuchen... zuerst Push-Pressure zu holen, weil jetzt kann man sich immer noch entscheiden, will man den Drake haben oder einfach Midlane den Turret pushen. Also Schalke hätte theoretisch auch Mid-Roam und den T2-Turm gerade einreißen können. Da gehen halt gerade wieder 200-300 Gold einfach ins Nichts. Und das ist gerade sehr unangenehm für Fenris. Sie tanzen immer noch um den Dragon rum und Schalke sagt sich, ja gut, wir müssen den hier überhaupt nicht starten, den Drake, weil ihr gerade so viel in der Mitte verliert. Irelia roamt jetzt allerdings zum jetzt Team. Engage-Versuch. Nautilus mit dem Flashplay. Den Kill sollte man eigentlich sicher haben. Silas geht als erstes down. Die Federn von Xayah nochmal gut, um den Follow-up von Irelia zu verhindern. Ken jetzt auch in der Nähe. Ja, man hat den Drachen hier zwar erfolgreich verteidigen können. So ein Bergdrache bringt ja auch einiges bei den Türmen. Aber die Frage ist, ob da nicht noch mehr drin ist. Nautilus sehr low jetzt kennen von der Seite mit dem Stun. Die Irelia hat es hier schon mal schwer. Nautilus fällt als erstes und auch Irelia kurzerhand darauf. Aatrox Damage, richtig gut. Triple Kill. Da ist vielleicht noch ein Quadra drin, wenn man hier den Corki mitnehmen kann. Und wenn man Corki bekommt, ist das sogar ein Ace. Sedion hat sich gerade Balrog gegönnt. Man kann aber unter den Turm nochmal fliehen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, wenn man den Bergdrachen bekommt, ist man natürlich besser darin, Türme zu pushen, besser darin, andere Objectives zu nehmen. Aber wenn du den einfach nur verteidigst und dafür Türme aufgibst, kriegt der Gegner ja auch das, was er sonst normalerweise mit dem Bergdrachen leichter bekommt. Eigentlich hat Fenris die Overconfidence von Schalke hier gerade sehr, sehr gut punishen können. Schalke hat dann diesen einen Schritt zu viel nach vorne gemacht. Memento war angreifbar, wurde engaged, wunderbar. Aber dann ist man selber ein bisschen selbstbewusst gewesen, hat direkt für den nächsten Catch gesucht, obwohl man halt nicht mehr im Kopf hatte, dass da immer noch ein 2-Item-Ken lauert, der einen perfekten Flank auf deine Backline kriegt. Wobei hier in dem Fight der entscheidendere Punkt eigentlich der Aatrox war, der Corki, oder der Sivir vor allem, komplett eliminiert hat. Also an der Stelle Fenris wieder mit einem guten Play, aber dann einfach ein bisschen zu viel gewollt. Und jetzt verlieren sie den Midlane-Turm und den Drake, den sie gerade eigentlich minutenlang wirklich mit allem, was sie hatten, versucht haben zu halten. Also Schalke nicht mit dem saubersten Game hier gerade, haben sich da wie gesagt ein bisschen engagen lassen, aber insgesamt haben sie das bekommen, was sie wollten. Das ist der Turret, das ist der Drake und vor allem jetzt wieder 4 Kills auf Aatrox. Der wird Base gehen, 2 Items haben und die nächsten 10 Minuten einfach nur... Der ist so dick jetzt. Gemeinsam mit Ken kann der alleine Teamfights carryen. Also Fenris muss hier wirklich schauen, dass sie die Champions von Schalke einfach ein bisschen besser respektieren können. Wendt er jetzt hier aber auch ganz alleine. Oh, der Engage. Oh, wo steht aber der Damage von Cannon. Holy moly. Voller von Rakan. Knockup sitzt auch wieder. Und für Nautilus wird es hier schwer wegzukommen. Genau wie für Irelia. Die versucht noch einen Kill mitzunehmen. Schafft das aber nicht. Und auch Nauti mit dem Hook. Vielleicht noch der Knallzapfen, mit dem man über die Wand kommen kann. Schafft es sogar hier nochmal über die kleine Wall zu springen. Mementos hinter ihm. Aber das wird den Baron für Schalke bedeuten. Ja. Und damit der Vorsprung jetzt auch über 5000 Gold. Ein fetter Baron-Buff, der dich halt noch leichter pushen lässt als bisher. Das ist ein ziemlich guter Vorsprung, den man sich da holen konnte. Nauti versucht vielleicht nochmal Flächendamage das Ganze zu stealen, schafft es allerdings nicht. Ein weiterer Kill, den man abgibt. Ja, und auch Corki kann nur zusehen, wie die Gegner hier backporten. Versucht nochmal den Backport abzubrechen, muss aber bei wirklich vorsichtig sein. Sertus geht nochmal über die Wand. Einfach nur um den Rückzug seiner Freunde zu covern. Das ist nicht schlecht. Hier Zeit rauszuholen, eventuell sogar nochmal ranzukommen, wäre natürlich optimal. Aber ja, man hat den Baron abgegeben. Und das sollte so der Punkt sein, ab dem jetzt Schalke wirklich die Oberhand ergreift. Ja, auf jeden Fall. Und es ist wieder so schade, weil die ersten 15, 16 Minuten liefen für Fenris echt alles andere als verkehrt. Aber sie begeben sich in Situationen, in denen sie einfach nicht gewinnen können. Ja, erst der Fight in der Midlane, wo Ken und Aatrox die Backline komplett zerstören können. Jetzt haben sie da versucht, den Ken zu catchen, aber überhaupt keine Vision gehabt, wo denn der Rest des Teams ist. Sivir dann komplett out of position gewesen. Und... wir hatten ja vor dem Game angesprochen, dass du solche 5 gegen 5 Fights vermeiden möchtest. Aber aktuell forst Fenris das Ganze so hart, dass Schalke for free Engages findet und die Backline einfach überrennen kann. Also, es ist ja nicht mal die Backline. Corki ist noch nicht einmal gestorben, aber
es bringt ja auch nichts, wenn Korki überlebt und der Rest stirbt. Also am Ende des Tages kriegt Schalke das, was sie hier haben wollen. Und da macht sich einfach die bessere Routine im Midgame, finde ich, so ein bisschen bemerkt. Das war im letzten Game auch schon problematisch auf der Seite von Fenris. Sie waren nicht in der Lage, wirklich mitzurotieren, ohne gleichzeitig ihr Positioning aufzugeben. Also manchmal sieht es halt nach einer Möglichkeit aus. Da ist so ein Ken ganz einsam im River, aber wenn du nicht die Infos hast... Schon wieder wird gespottet durch die Ward. Der Follow-up ist da, aber schöne Kombination von Xayah und Rakan. Zwei Leute hier down. Man bekommt auf der Sideline in der Zeit einfach noch einen Tower. Hier holt man sich gerade nicht nur gute Kills, sondern auch die Möglichkeit, jetzt einfach weiter mit dem Baron Buff zu pushen. 1-3-1 für Schalke. Die haben sich aufgeteilt und split-pushen. Ja, vor allem ein 1-3-1. Und trotzdem gewinnt man einen Fight. Genau, 1-3-1 und man hat gerade im 3 gegen 5 zwei Kills geholt. Also das sollte das Game jetzt eigentlich sein. Man ist fast 10.000 Gold vorne. Man kriegt jetzt hier den Midlane-Inhib for free. Toplane T2, Botlane T2. Finishen wird man noch nicht können wahrscheinlich, also da ist aktuell Fenris noch am Leben, aber auch, dass man das da gerade forst, man hat ja die Scaling-Com, man hat guten Wave-Clear, aber hier dann auf Teufel komm raus weiter für die Plays zu gehen, ist dann doch eher weniger erfolgreich gewesen, weil man auch einfach gerade nicht den Damage hat, um an dieser Frontline vorbeizukommen. Wir hier anscheinend selbst nochmal engagen, aber das könnte natürlich auch das Ende vom Game sein. Zertos holt sich nochmal den Toplane Tier 3 Tower, geht von der Seite nochmal ran, Nautilus mit dem Hook, aber der Schaden schon mal nicht schlecht, Rakan mit dem Knockup, der nicht ganz trifft. Man bekommt den Nauti-Event, er geht einfach wieder rein, zone die Leute, selbst wenn er nicht alles stunnen kann. Und man merkt gerade, wie gut Schalke doch im Game ist, vor allem wie stark sie in diesen Teamfights sind. Irea die Einzige, die in die Base flüchten kann und das ist auf jeden Fall das Game. Schalke mit ihrem ersten Sieg am heutigen Abend und damit zurück. Also Fenris mit nicht einem Win. Trotzdem finde ich, man hat gerade im Early Game gute Ansätze gesehen, die halt zeigen, dass sie hier verdient zumindest in die Gruppenphase gerutscht sind. Auf jeden Fall, also Toplane, wie gesagt, in beiden Games leider in der Lane nicht optimal gelaufen. Botlane lief beide Games wirklich wunderbar. Auch hier hat man sich einen Solo-Kill im 2v2 schnappen können. Super starkes Ding. Aber am Ende Schalke einfach als Team zu fünf das bessere Team, sowohl individuell als auch was die Koordination angeht. Und Fenris, wie gesagt, ein paar Fights geforst, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Genau, das wollte beides sagen. Und eigentlich hat dieser eine Fight in der Midlane, der für Fenris super begonnen hat, das ganze Game verloren. Ja. Schalke war da schon ein Stück weit vorne, aber noch nicht so weit, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist over, das Game. Überhaupt nicht. Aber man kriegt den Catch auf Memento, fühlt sich dann ein bisschen overconfident, geht für den weiteren Engage und dann kommt der Ken von der Seite, dann kommt der Aatrox und dein ganzes Team explodiert einfach nur. Baron weg, Game weg, 0-2. Sehr, sehr schade für Fenris, weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie auf lange Strecken im Midgame mithalten können. Nur dieses letzte bisschen, da wirklich dann zu wissen, was dann zu tun ist, das hat noch nicht gepasst. Also irgendwann, auch wenn man guten Engage hat, ist Engage nicht immer die beste Wahl. Das stimmt. Ne? Wir werden nachher noch SK gegen Schalke sehen. Da ist dann natürlich die Entscheidung da, welches der beiden Teams stärker im direkten 1 gegen 1 ist. Vorher machen wir aber auf jeden Fall nochmal ein kleines Päuschen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran, 6 Minuten, dann sind wir wieder da. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?